Wo abends Leute flanieren, beginnt morgens für Polizeihauptmeister Macarinus die Arbeit. Die tägliche Besprechung beginnt mit dem Segelunfall des Vortages. Teams werden eingeteilt. Ich stelle mir aufgrund der heutigen Wetterlage vor, dass es ein ruhiger Tag wird und dass die Kieler Woche in ihrem Volksfestcharakter einfach läuft. Normalerweise erstreckt sich das Einsatzgebiet der Wasserschutzpolizei von Eckernförde bis nach Howacht. Während der Kieler Woche beschränkt sich der Bereich auf die Kieler Innenförde. Die Polizisten versuchen so, den besonderen Anforderungen gerecht zu werden. Also die Besonderheit auf der Kieler Woche ist insbesondere das hohe Verkehrsaufkommen. Das heißt also die vielen Segler und auch Motorbootfahrer, die eben halt während dieser Woche hier im Bereich der Förde fahren. Wenn alles läuft, das ist im Grunde genommen das, was sich alle von der Kieler Woche wünschen. Wir werden jetzt mal an den Sportbootfahrer ranfahren und werden gucken, ob er entsprechend Führerschein und die nötigen Papiere an Bord hat, um hier auf der Kieler Woche fahren zu können. Ich würde gerne einmal Ihren Sportbootführerschein sehen, bitte. Alles in Ordnung. Wunderbar. Es ist so, dass wir die Sportbootfahrer stichprobenartig hier überprüfen und gucken, ob die entsprechenden Berechtigungen zum Fahren der Boote vorhanden sind. Das Reizvolle an dem Beruf in Kiel ist, dass hier im Grunde genommen die gesamte Bandbreite der wasserschutzpolizeilichen Tätigkeit abgedeckt wird und hier keine Langeweile aufkommt.